Spitzenspiel in der Bundesliga und das vor einer tollen Kulisse zum ersten Mal überhaupt. Spielen die Münchnerinnen ein Bundesligaspiel in der Allianz Arena. Achte Minute, erste Möglichkeit Magdalena Eriksson nach der Hereingabe von Katharina Naschenbeck. In der Anfangsviertelstunde versuchen es die Bayern viel über die Außen. Vor allem nach Ballgewinnen geht es schnell. Gesucht wird Lea Schüller im Sturmzentrum. Die hat in bislang jedem Heimspiel gegen die Eintracht getroffen. Aber die Adlerinnen verteidigen sehr konzentriert von Beginn an. Dadurch sind echte Torchancen selten. Alle Treffer der Münchnerinnen sind in dieser Saison aus dem Spiel herausgefallen. Bei Standards gibt es noch Nachholbedarf. Lina Magul, die einzig Neue in der Startelf für die verletzte Pernille Harder. Technisch feine Einzelleistung, nur beim Abschluss fehlt es noch an der Feinjustierung. Die Eintracht steht defensiv sehr kompakt, nach vorne geht bislang aber wenig. 25. Minute, Ballgewinn Nicole Anjomi, kein Foulspiel, sagt Schiedsrichterin Caroline Wacker. Geraldine Reuteler, abgefälscht von Naschenweng. Das ist dann eine leichte Beute für Maria Groß. Beiden Teams ist der Respekt voreinander anzumerken. Wenn es gefährlich wird, dann meistens im Umschaltspiel. Stanway, rechts wäre Dallmann völlig frei. Sie entscheidet sich für Bühl. Die steht aber einen Schritt im Abseits. Da wäre deutlich mehr drin gewesen in dieser Situation. Kurz vor der Pause, Standardsituation für Frankfurt. Vigostotir klärt direkt auf Praschnika. Die Slowenin hält einfach mal drauf, zielt dann aber doch etwas zu hoch. Nachspielzeit. Clara Bühl zankt sich nochmal nach vorne. Setzt sich dadurch gegen gleich drei Frankfurterinnen. Naschenweng, kein schlechter Abschluss. Direkt danach ist Pause 0:0 nach einer highlightarmen ersten Halbzeit. Beide Abwehrreihen stehen sehr stabil. Offensiv fehlt es dafür noch an Lösungen. Zweiter Durchgang, die Bayern kommen mit deutlich mehr Tempo aus der Kabine. Magul schickt Bühl auf die Reise. Clara Bühl gegen Pia Sophie Wolter, feines Dribbling. Stina Johannes ist aber zur Stelle. Eckball, Naschenweng, Schüller schraubt sich hoch. Aber Johannes verhindert den ersten Standardtreffer der Münchnerinnen. Beste Chance bis dahin im gesamten Spiel. Es ist die erste richtige Druckphase des deutschen Meisters, weil die Eintracht auch Fehler macht. Bühl mit dem Ballgewinn, Lea Schüller. Noch wartet sie auf ihren Treffer gegen einen ihrer Lieblingsgegner. Noch fehlen die Tore, aber die rund 19.000 Fans sind trotzdem begeistert, weil das Spiel jetzt deutlich mehr Tempo hat. Auch die Eintracht meldet sich vorne mal wieder an. Lisanne Gräve, die ist vor einer Minute eingewechselt worden, zeigt gleich mal Präsenz auf dem Rasen. Das war wichtig, dass Groß da noch eingreift. Unter der Woche hatte es für die Eintracht ja den überzeugenden 5:0-Erfolg gegen Sparta Prag gegeben in der Champions-League-Qualifikation. Das dürfte doch eigentlich Rückenwind geben. Reuteler mit dem nächsten Abschluss. Die Schlussviertelstunde läuft. Beide Trainer wechseln. Bei den Bayern ist Damjanovic neu mit dabei. Die wird von Dallmann in Szene gesetzt. Damjanovic gegen Kleinherne. Ein Aufschrei in der Arena, Elfmeter fordern die Münchnerinnen, aber das ist definitiv zu wenig für einen Strafstoß. So langsam läuft den Bayern die Zeit davon. Auch letzte Saison hat es im Hinspiel ein 0:0 gegeben. Magul, tolle Drehung, Johannes ist da. Immer wieder blitzt diese Klasse von Lina Magul auf. Technisch super gemacht, aber Stina Johannes ist eben auch ein starker Rückhalt. Dieses Spiel lebt definitiv von der Spannung. Machen die Bayern noch diesen einen Treffer? Stanway. Gwynn auf Franziska Kett. Es fehlt nach wie vor die Durchsetzungskraft im letzten Drittel. 4 Minuten Nachspielzeit. Das Publikum glaubt noch an den Lucky Punch. Freistoß Stanway. Verlängert. Zwei Münchnerinnen sind frei, aber keine
kommt an den Ball. Die letzte Möglichkeit. Magul irgendwie auch aus der Verzweiflung heraus. Das ist zu wenig gegen defensiv starke Frankfurterinnen. Am Ende steht ein 0:0, über das sich die Eintracht deutlich mehr freut. Für Bayern bereits das zweite Remis im vierten Spiel. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.